Es war einmal ein böses, böses Virus, das den Spaß verdarb und den Menschen die Hoffnung nahm. Das böse, böse Virus brachte es sogar dazu, dass das Oktoberfest ausfiel. Und siehe da, ein Mädchen namens Emily ist darüber besonders traurig. Wer bist du? Ich bin Paul, der Zauberoktopus. Warum heulst du so? Weißt du, wegen des bösen, bösen Virus fällt das Oktoberfest aus. Dann wo soll ich denn saufen? Und dieses Jahr wollte ich mir endlich ein schönes Dirndl anziehen. Ein Dirndl? Soll ich dir eins herbeizaubern? Wirklich? Kannst du sowas machen? Na klar, Opus. Geh nach vorne und dreh dich ganz fröhlich. Ja, sofort. Emily hat sich gedreht, gedreht, gedreht. Paul, der Zauberoktopus, guckte sie nur an. Wie lange noch muss ich mich drehen? Mir ist schwindelig. Schon gut, schon gut. Das reicht. Sehr schön gemacht. Nimm das Geld und kauf dir einen Dirndl. Das ist nicht dein Ernst. Und mit 5 Euro, wie soll ich einen Dirndl kaufen? Naja, ich gehe mal schauen. Die arme Emily war ziemlich enttäuscht, aber der Paul hatte schon einen Plan. Gekauft, gekauft! Ich habe einen Dirndl gekauft! Weil das Oktoberfest ausgefallen ist, waren alle Trachten im Sonderangebot. Guck, sogar 4 Euro Rückgeld! Siehste, er hat immer einen Plan. Ich gehe mich schnell umziehen. Guck mal, Paul. Wie findest du mein Dirndl? Es gefällt mir sehr gut. Ich danke dir. Ein kleiner Tipp zur Dirndl-Schleife. Die Schleife ist von mir aus links gebunden, was bedeutet, dass ich Single bin. Schleife in der Mitte bedeutet, dass die Trägerin noch Jungfrau ist. Also nicht mein Fall. Schleife rechts, vergeben, verlobt oder verheiratet. Und eine hinten gebundene Schleife besagt, verwitwet. Tja, eine Traditionssache. Übrigens, Paul, jetzt bin ich richtig festlich angezogen, aber es fehlt halt die Stimmung. Du hast recht. Ich besorge dir Festbier und Wiesensnacks. Meinst du diesmal nicht, dass ich das im Supermarkt selber kaufen muss? Ach, sie lernt schnell. Dachte Paul. Dieses Mal musste er wirklich etwas herbeizaubern. Wow, das sind echt cool. Warum ist das Bier so groß? Dieser Krug ist mega schwer. Das hier ist um den Hals zum Hängen, oder? Riecht sehr stark nach Ingwer. Naja, nur Brezel. Nicht so besonders. Lieber Paul, vielen, vielen Dank. Jetzt kann ich das Oktoberfest daheim genießen. Gesehen. Das ist so deutsch.